Hi, ihr seid auf dem Kanal Krasavchik on Tour mit Vova und Olle. Abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Like. Dieses Mal nehmen wir euch mit nach Karelien. Also wer jetzt das eingeschaltet hat, der muss ein paar Folgen vorspulen, vorne dran gucken. In dieser Folge fahren wir nach Norwegen, das ist schon die Folge Nummer 6. Fahren wir nach Norwegen und einer meiner Ziele ist, oder unsere Ziele ist, die Trollstraße zu befahren. Das wollten wir schon letztes Jahr, hat aber leider nicht geklappt, zeitlich gesehen. Aber dieses Mal haben wir das vor. Dann nehmen wir euch mal mit. Wir sind Vova und Olle und seit 2021 reisen wir mit unserem selbst ausgebauten LKW namens Krasavchik immer wieder durch Europa. Bestimmt nicht die letzte Reise, die wir mit euch teilen werden. Norwegischen Grenzübergang am Zoll. Wir haben ja nichts zum Deklarieren. Außer die wollen unser ganzes Alkohol verzollen. Gestern ungefähr 520 Kilometer geschafft und heute auch. Und für morgen bleiben noch ungefähr 250 übrig bis zu dieser Trollstraße. Und heute übernachten wir an einem Fluss und schauen uns das mal gemeinsam an. Ich habe es ja nur auf den Bildern gesehen. So, das hat sich erledigt. Die Straße wurde versperrt mit einem etwas größeren Felsenstein. Und wir fahren jetzt mal einfach ein bisschen weiter und gucken, wo es einen normalen Stellplatz gibt, ohne dass man jetzt großartig in die Natur fährt. Und dann halten wir einfach dort an. So, wir haben endlich wieder einen schönen Stellplatz gefunden. Wie ihr sehen könnt, eine tolle Brücke, wo man noch drüber wandern kann. Ansonsten stehen wir hier am Fluss. Und wir haben hier noch einen kleinen Verkaufsstand oder wie auch immer. Irgendeiner von den Bauern hat hier, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt,
solche Beeren, sieht aus wie kleine Himbeeren, nur in Gelb. In Russisch heißen die Maruschka. Yuki, Yuki, wohin? Die Yuki wandert über die Brücke. Wohin, Yuki? Komm. Später gehen wir spazieren. Yuki, komm her. So, und ich zeige euch gleich noch diese Maruschka. Ei, fein machst du das, komm, mein Mädchen. So. Hier gibt es einen kleinen Stand von irgendeinem Bauern selbst. So sehen die Beeren aus. Kostet ein Glas 7 Euro. Und so sieht die Marmelade dann aus. Wir holen auf jeden Fall eins mit. Und dann probieren wir mal. Zahlst du mit PayPal oder wie zahlst du? Nö, ich zahle es in Bar. Ich habe ja Euros. Und morgen früh probieren wir das mal. Probieren wir es mal mit dem Brot. Und dann können wir euch erzählen, wie es geschmeckt hat. So, nachdem wir jetzt ein kleines Päuschen gemacht haben, haben wir gedacht, wir gehen mal ein bisschen spazieren. Es nieselt zwar immer noch leicht, aber wie es aussieht, wird es heute auch nicht wirklich aufhören. Aber es ist nicht schlimm, deswegen gehen wir mal ein bisschen spazieren. Schauen uns ein bisschen die Gegend an. Wir grillen ja heute nicht, also haben wir Zeit, heute ein bisschen zu spazieren, bis wir dann schlafen gehen. Seht ihr, wie hier die Regenwolke festhängt an dem einen Berg? Okay. Ja. Auf der anderen Seite schon. Wir haben einen Nachbar. Ah ja, da steht jemand. Yuki, bleib hier, nicht weggehen. Da hinten in den Bäumen sieht man unser Krasavchik stehen. Ach, guck mal, hier gibt es Sitzmöglichkeit und sogar ein Riesengrill steht hier. Wenn du Fleisch dabei hast, kannst du noch grillen. Sogar ein Grillplatz. Ja. Abgezäunt, da kann man auch durchgehen, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt hier gehen. Ich glaube, wir gehen mal einfach hier den Weg entlang. Ein bisschen und schauen uns das an. Wo ist mein Mädchen? Ah, da vorne ist sie ja. Ach, da vorne ist sie ja. Viele alte Pelze. Wenn wir was Junges finden. Aha. Und da. Hier auch. Das von der Tiere oder von der Leute? Der Pfad. Keine Ahnung. Wir bleiben mal einfach auf dem Weg. Gucken mal, wo wir ankommen. Das ist eine Hütte.
Wo? Ja. Ah, da vorne ist eine Hütte. Ameisehaufen. Guck mal, was für ein gemalter Fliegenpelz. Das sieht echt aus wie gemalt. Du hast eine große. Das sind alte Pilze. Aha. Hier gibt es so viele von diesen Hütten, wo das Dach mit Moos bewachsen ist. Das ist von früher. So wurde bei denen anscheinend früher die Häuser gebaut. Und wieder was für die Leute gemacht. Abgeschlossen hier. Grillplatz, Tische. Aber Grillplatz hier, Tische. Gibt's. Ein Plumpsklo. In Deutschland. Ein Plumpsklo, guck mal hier. Wollen wir mal durchs Fenster reingucken, ob wir was sehen. Da ist ein Ofen drin und die Bänke. Hier gibt es sogar noch Holz. Ich sehe nichts. Die ist vor mir irgendwo gelaufen, hier Richtung Wasser wahrscheinlich. Und hier ein Plumpsklo, dass man nicht die Natur so verschmutzt mit dem ganzen Klopapier und alles. Und ansonsten sehr schön. So, Jugi ist wieder da. Sie war gerade hier irgendwo ums Häuschen drumherum. Wieder einmal sogar, guck mal. Ja. Irgendwo im Wald. Nicht überfüllt. Also da wird was für Leute gemacht in dem Land. Mit Holz. Mhm. Holz ist aber hier überall. Immer wieder. Ah, da vorne ist aber schon die Gleise, Schatz. Mal aufpassen, dass es nicht zu weit geht. Ich kann mal unter der Gleise gehen. Naja, ich meine, dass hier nicht hoch geht. Nicht, dass was passiert. Da fahren auch Autos. Siehst du, die Straße ist schon breit. Normale PKWs fahren da wahrscheinlich durch. Ja, normale Pickel oder was? Wie den Pilze. Aha. Fliegenpilze gibt es hier mehr als genug. Das Kind war immer dort drunter gestanden. Das war so laut. Wenn der Zug durchgefahren ist. Ja. Da, wo ich gewohnt habe, gab es keine Züge. Wir hatten nur einen Flughafen. Die waren gar nicht so schlecht. Ja, aber schon alt, schon voll verfressen. Ich meine, essbar. Mhm. Wo ist mein Mädchen? Komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Eifern machst du das? Wo wir essen hier die ganze Zeit Beeren. Mhm. Wir hätten abschließen sollen. Ja, wir haben das Auto nicht abgeschlossen. Dachten, wir gehen hier nur kurz. Warte mal, lass mich mal. Lass mich mal Video machen. Gab es bei uns auch in Sibirien. Du
ein bisschen säuerlich. Zeig mal, Cranberry. Lass mich mal eins probieren. Ja, das ist nicht ganz. Weil. Ah, man schmeckt, dass sie nicht reif sind. Da kommen wir. Yuki! Wir gehen wieder zurück. Er ist Brücke mit Steinen gemacht. Wahrscheinlich uralt schon. Da gehen wir jetzt auf irgendeine Weide. Da gehen wir aber auch nicht weiter. Werden wir ganz nass. Du bist ja ganz nass. Jücki, Schatz, komm, du wirst ganz nass. Komm wieder zurück. Komm her. Komm, Mädchen. Ei, fein. Komm, komm. Es sind verschiedene Geräusche, Vogelgeräusche hier zu hören. Da lenkt sie sich immer ab von denen, ha? Na, und was sucht ihr da oben wieder? Ja, ich finde dort Pilze, aber bin mir nicht sicher. Jücki, komm, Mädchen. Alles, was du dir nicht sicher bist, das essen wir auch nicht, junger Mann hier. Jücki, komm. Schade. Haben wir keine Schwiegermutter dabei. Du Depp. Lass mal über die Schwiegermutter probieren. Du Depp. Mama, der hat das nicht so gemeint. Gleich eine auf die Nuss, ne? Ja, wenn du heimkommst, gibt es gleich eine auf die Nuss, wenn sie das Video sieht. Aber Schwiegermutter isst keine Pilze. Genau. Die ist schlau. Deine Schwiegermutter isst keine Pilze. Mann, das ist schön, dass du diese Gelbe. Ja, das habe ich schon gezeigt gehabt, dass hier die Wolken festhängen. Keine Pflanzen. An den Bergen. Nur so Moos und so. Ja, da kommen wir wieder zurück zu dem schnuckligen Hütchen. So, genießt mal noch ein bisschen mit mir hier die Aussicht. Und dann gehen wir schon auch zurück. Guten Morgen hier aus Norwegen, von diesem schönen Platz. Wir haben heute 22 unserer Reise. Wir haben heute noch ungefähr 250 Kilometer zu fahren zu der Trollstraße, worüber ich mich sehr, sehr freue, das zu sehen. Und jetzt fahren wir mal los. Wir haben jetzt 7:30 morgens, sind gestern auch relativ früh schlafen gegangen und heute waren wir dementsprechend früher fit. Übrigens, diese Maruschka haben wir heute probiert. Die Marmelade schmeckt gut, aber 7 Euro. Ich weiß nicht, ob ich das normalerweise kaufen würde. Zum Probieren war es schon gut. Ja genau, ich habe auch noch geguckt, diese Maruschka heißt Molten Berry auf Deutsch. Sagt mir trotzdem nichts, ich kenne das so nicht. Ach, ich wollte euch doch noch zeigen, den Schaden, der bei uns entstanden ist, als wir in Schweden fuhren. Seht ihr? Alles rausgebrochen. Naja, passiert.
Wir stehen hier gerade an einer Haltestelle, weil bei uns die Photovoltaik nicht ladet vom Fahren. Die Sicherung immer rausfliegt. Schon die zweite jetzt kaputt. Vova sucht hier das Problem. Auch kein Netz für Johnny anzurufen. Alles dann auf einmal. Aber er ist auch auf der Arbeit, er hat Frühschicht. Drückt uns mal die Daumen, dass das klappt. Bitte, bitte ganz, ganz fest. Wir haben hier gerade ein Elch gesehen. Ach nein. Lauft weg. Schade. Hast du den noch? Ja. Warum bist du nur weggelaufen? Er hat sich erschrocken von uns. Ja. Schade. Bild ist ein bisschen verwackelt. Tut mir leid. Aber jetzt haben wir auch ein Elch gesehen. Seht ihr, wie weit er weg ist? Kannst du ja nicht zoomen. Nur ich habe ihn gezoomt, aber das Bild ist halt doch ein bisschen verwackelt. Steht er gut bei uns. Aha. Was wollen die hier? Warum bist du abgehauen? Der ist eingezäumt oder was? Aber dafür haben wir jetzt auch ein Elch gesehen. Ja. Wenn es nur ein Elchkuh ist, ohne die großen Hörner. Und guckt immer noch. Ja, steht immer noch und beobachtet uns. Aber toll, toll, toll. Und da vorne um die Ecke ist Vova gerade runtergefahren, um schnell hierher zu laufen und zu gucken. So. Unsere Photovoltaik funktioniert nicht. Vom Fahren. Funktioniert. Nee, die Batterie ladet nicht vom Fahren, ja. Nur von der Sonne. Aber Sonne, seht ihr, ist hier ein bisschen Mangelware. Der Laderegler funktioniert nicht, genau. Naja, dann gehen wir essen. Oder ich koche auf dem Gaskocher. Da und weiter geht's. Не говорила, что я пока не съезжаю. Ich motze manchmal. Ich will, dass er anhält. Und dann gibt's Wasser. Weil was Schönes in meinen Augen war. Und er sagt, wir sind schon zu weit weggefahren. Und jetzt fährt er runter und sagt, ich halte an, damit du nicht immer sagst, dass ich nie anhalte. Na, vielleicht ein bisschen mehr Kühlchen raus. Ja, ja. Vielleicht sehen wir sowas. Die Juki hechelt schon, die freut sich schon. Das 1940 Meter hoch hier. Hier ist alles übersät mit Pilze. Hat schon um Hilfe gerufen. Was soll ich machen? Zeig mir mal. Guck mal, wie groß er. Ja, muss mal gucken, dass sie nicht würmig sind. Aber hier unten auch alles voll. Hier unten. Kann man nicht vorbeigehen.
So, waren hier ein paar Minuten unterwegs auf diesen Hügeln. Wir haben hier so viele Pilze gesammelt. Gibt es heute wieder Pilze? Mal schauen, mit was dazu. Pilze mit Pilze. Pilze mit Pilze, ja. Okay, so, dann fahren wir mal weiter. Heutigen Morgen, wir haben nicht den 22. Tag unserer Reise, sondern den 23. Tag unserer Reise. Und hier ist es trocken. Wir hoffen, dass es auch nicht regnet. Dort, wo wir ankommen wollen, noch 72 Kilometer. Aber da es oben vom Berg, von einem Berg auf den anderen Berg dann geht, werden wir im Tal sehr wahrscheinlich Nebel haben. Naja, machen wir jetzt das Beste draus. Gell? Mal kurz angehalten, damit ich das euch zeigen kann. Und ganz da oben kommt. Entdeckt.
Ende August.